So, ja, also bin hier in meinem Schlafzimmer drin. Sollte ja eigentlich ursprünglich mal, oh Gott, ruckelt das. Es sollte eigentlich ursprünglich mal das Klo werden. Dabei ist mir dann eingefallen, ich hätte ja in diesem Raum hier gar kein Schlafzimmer drin. Es wäre vielleicht ein bisschen doof. Ja, weiß man nicht. Gut, ein bisschen weitergebaut habe ich. Habe die Küche ein kleines bisschen umgestellt und hier einen elektrischen Ofen reingestellt und der funktioniert sogar. Da war er. Unpowered? Idle? Ah, hat einen kleinen Moment gebraucht. So. wenn man mal hier runter geht. Komm. Das ruckelt aber heute richtig. Also irgendwas ist doch da kaputt. Also noch kaputter als sonst, aber neuer Rechner ist ja bald da. Es gibt nämlich jetzt eine öffentliche Werkstatt. Hier unten im Keller. In dieser öffentlichen Werkstatt gibt es auch ein paar öffentliche Geräte. Erstmal hier kurz die Anleitung. Bitte pausieren, wer es lesen möchte. Oben sind die normalen Geräte, die nicht irgendwie Special benötigen. Und unten sind die Geräte, die mit Strom betrieben werden. Dann haben wir hier einen Grinder hingestellt. Oder ich habe den hingestellt. Ich habe den gebaut und hingestellt. Ich ganz alleine. Ich meins, meins, meins. Nein, einen LV-Grinder gibt es hier. LV-Furnace. Dasselbe wie oben bei mir in der Küche. Den Extractor und wenn man dann später ja elektrische Werkzeuge hat zum Minen, dann kann man sich die hier auch wieder aufladen. Und hier gibt es eine Werkzeugkiste, einfach weil sie schön aussieht. So, das Ganze funktioniert hier. Mit Wasserturbinen. Die geben von jeder Seite aus eine gewisse Anzahl an Energie. Und wenn alle vier Seiten bedeckt sind außenrum, dann geben sie 120. Das Ganze wird weitergeleitet. Ich habe das hier mal ein bisschen schön gebaut, dass man es auch sehen kann. Dann eben zu den ganzen Teilen. Der interessante Teil kommt aber hier unten. Weil es ja doch ein paar mehr sein müssen, habe ich auch ein paar mehr gebaut. Die sind schweineteuer, die Dinger, wenn man die bauen will. Aber insgesamt geben sie 2400 Energie ab. Und ich glaube, da kann man doch schon eine Menge mit anfangen. Ja, und hier kann man das Ganze dann kartenspielend bewachen oder so. Hier gehen wir mal wieder raus. So. Das ist der Turbinenraum zum Gucken für Besucher. Deswegen ist hier eine Holztür drin. Das andere Metalltür kann man ja nur aufmachen, wenn man der jeweilige Spieler ist. Oder man gräbt sich hier an der Seite einfach durch. Das geht natürlich auch, aber wir sind ja alle ehrliche Spieler und machen sowas nicht. so, dann. Wie gesagt, hier öffentliche Werkstatt, bitte einmal angucken. Kann man hier sehen, den Vorplatz. Der sieht jetzt auch ein kleines bisschen anders aus, hier mit so ein paar Bänken zum Hinsetzen. Nur das Ganze ist fast move-sicher abgeriegelt, dass man da nicht runterfallen kann. Und ja, dann geht's halt hier hoch. Weil ist so, ne? Porno will auch eine vernünftige Hausnummer. Oh, aber keiner hat mir was geschenkt. So, weiter geht's hier hinten. Ich habe mir nämlich mal erlaubt, eine kleine Baumfarm zu machen. Natürlich auch öffentlich. Hallo Schaf, gib mir deine Wolle, danke. So. Aber weil ist so, ne? Hier Baumfarm und so. Sollte erst so eine, hallo Geist, so eine Gummibaumfarm werden. Problem bei den Gummibäumen, die sind ein bisschen größer, deswegen haut das nicht hin. Gut, aber. Gehen wir mal weiter. Noch einen öffentlichen Teil hier hinten. Schnell mal ein bisschen hinlaufen. Ja, also wie gesagt, alles so ein bisschen sicher gemacht hier, ne? Dann gibt es hier auch eine Papyrus-Papier, hast du nicht gesehen, Farm. Den untersten sollte man natürlich stehen lassen oder halt nachpflanzen, ne? So, dann gehen wir hier mal wieder rein. Denn hier oben an meinem Häuschen. Man sieht es also so ein bisschen, was hat sich schon getan. Ich hatte ein bisschen Zeit jetzt gehabt. Notgedrungen, da ich krank war, konnte ich ein bisschen spielen. Nämlich hier mein Test. Ja, ist noch nicht ganz fertig. Da muss noch ein Schreibtischstuhl hin und hier die Sandsteinwände müssen noch ein bisschen anders gemacht werden. Allerdings soll es ja diese Mod geben, mit der man dann gefärbten Clay nutzen kann. Da würde ich natürlich den ganzen Sandstein gegen weißen gefärbten Clay austauschen.
Aber das hat wohl irgendwie mit dem Installieren der Mod noch nicht so gut geklappt. Aber das Dach ist fertig. So. Ja, bis auf hier oben. Na, hier müssen noch Slabs rein. Und dann ist es aber fertig. Das teuerste Dach der Welt. Na, es ist ja Eisenstein. Mit einem gebrannten Stein und einem Stück Eisen kriegt man einen so einen Eisenstein. Und wenn man da dann eben Bricks draus macht, ganz normal, und die mit der Säge sich zurechtschneidet, kriegt man dann auch so schön Dingse hier drumherum und so. Dann war hier unten so ein bisschen Chaos, das habe ich ordentlich gemacht. Und, au, Alter, halbes Herz. ja, die Steinekiste, wo ist sie? Die ist inzwischen übrigens voll. Also wenn jemand Steine braucht, immer her damit. Dann habe ich überlegt, es ist für alle, die jetzt zuschauen, vielleicht nicht so ganz interessant, aber für die Blockliebe-Server-Spieler vielleicht. Wollen wir hier nicht den ganzen Kram mal wegmachen und hier so unterirdisch in den Berg hinein ein automatisches Lager, dass man hier vorne einfach nur irgendwas in die Kiste reinschmeißt und automatisch hinten im Berg wird das Ganze dann sortiert mit diesen Pipes, mit diesen Sorter-Pipes. Ich glaube, das wäre eine ganz geile Idee, oder? Ich wollte das jetzt nur nicht administrativ alleine entscheiden. Stattdessen gehe ich mal ein paar Kaktussen ernten. Also so automatisches Lager und so wäre vielleicht ganz geil. Die Pipes sind auch relativ günstig. Man braucht einfach ein bisschen... da ist die Axt dann auch schon hinüber. Und ich habe auch jetzt nichts, um mir eine neue zu machen. Man braucht halt einfach nur hier so ein paar Blätter. Da macht man dann Öl draus, kocht man dann Paraffin draus. Und aus dem Paraffin kocht man sich dann Plastikblättchen draus. Kleinen Moment. Schön Kakao. Aus dem Plastikblättchen kann man sich dann die ganzen Pipes dann zurechtformen. Von daher wäre das vielleicht eine coole Sache, oder? Und ich gucke jetzt mal, ob hier noch irgendwo ein bisschen Holz übergeblieben ist. So. Weil schon haben wir dann nämlich hier wieder Stöcker. Und ja, komm, scheißegal. Wir haben es doch jetzt. So, und schon kann man nämlich hier dann auch eben einmal kurz zu Ende machen. Ja, dann war ich den ganzen Ende in den Minen unterwegs, hab gesucht und gesucht und gesucht, hab erst Zink noch irgendwie gesucht. Das scheint es hier in der Gegend übrigens nicht zu geben. Der Technikmod wurde, soweit ich das auch gesehen hatte, erst nachträglich noch installiert. Deswegen musste ich doch relativ weit laufen, um dann, dann auch tatsächlich noch sinnvoll was zu finden, was ich dann noch brauchte. So, dann hier, wie gesagt, hier einmal wieder ordentlich. Hier auch, Runterfallschutz dran gebaut. Hier oben genauso. Hier auch. Und hier geht's dann weiter. Und hier kann man dann, ohne runterzufallen, einmal rumlaufen. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Das war's ja im Grunde genommen auch schon, ne? Das ist jetzt 10 Minuten und ich habe nichts mehr zu erzählen. Ich geh nochmal hier rein. Kann ja mal eben ein bisschen zeigen hier. Man sieht, ich habe so ein bisschen Sachen zusammengesucht. Unter anderem brauchte ich einen Motor. Ich brauchte so ein Zeug hier, sowas hier. Na gut, das kann jetzt mal raus. Und es ist alles leider erschwerte Bedingungen, weil... Hier. Unknown Items. Das ist leider noch die veraltete Version von dem Craft Guide. Der kann auch nicht mit Gruppen umgehen. Das heißt, ich musste jedes Mal nachgucken. Und da oben, da steht's dann, was es ist. Ist ein bisschen nervig auf Dauer, aber es ging halt auch, ne? Für die ganz schwierigen Rezepte, wo dann wirklich nur andere Items waren, da habe ich dann im Singleplayer kurz einfach nachgeguckt. So, Kühlschrank habe ich auch, da ist so ein bisschen Erz drin. Hier sind übrigens ein paar Pipes. Habe ich die jetzt eigentlich schon irgendwo produktiv im Einsatz? Nein, ne? Die habe ich gebraucht, um irgendwas zu bauen. Aber man sieht's. Hier ist übrigens jetzt Zink, habe ich jetzt auch ein bisschen was von. Gold. Ich habe das alles noch nicht gebrannt, aber ich kann das ja alles mal in den elektrischen Ofen schmeißen. Ja, nö. Ich lasse das bei mir im Kühlschrank, da liegt es gut. So, dann, wie der funktioniert, hat man ja schon gesehen, ne? Der geht dann halt an. Verbraucht halt 300 Energieeinheiten. Im Keller habe ich noch ein bisschen was. Wir können ja mal hier ein bisschen Gold verwursten. Warum auch immer man das bräuchte für irgendwas. Guck, unpowered und dann active, dann springt er an.
Und dann brennt der, ohne dass man was tun muss. Also ich brauche nie wieder Kohle zu suchen. Zumindest nicht, um irgendwas zu brennen. Für Fackeln und so brauche ich natürlich weiterhin Kohle. Wobei ich glaube, es gibt auch eine Taschenlampe, oder? Habe ich mich wohl getäuscht. Weil das wäre natürlich dann noch optimal, weil dann gehe ich einfach in den Keller, lade mir die auf und fertig. Aber was ich machen könnte, ich könnte mir mal so einen Bohrer bauen. Deswegen hatte ich mir hier den Motorkram und alles, glaube ich, auch rausgesucht. Drill. Hier den einfachen. Weil der, die bauen aufeinander auf, diese Drills. Das heißt, ja. So. Das heißt, den baut man sich. Ich lege mir den mal hier hin. Da kann man nämlich gleich mal gucken, ob ich das hinbekomme. Und wenn man sich den zweiten bauen will, dann muss man den da nämlich reintun. Und wenn man sich den dritten bauen will, dann muss man von dem zweiten da nämlich reintun. Das ist halt leider echt so ein bisschen, weiß ich nicht. Deswegen, der hier tut's eigentlich auch ganz gut. Also was brauchen wir denn dafür eigentlich alles? Stainless Steel kann ich machen, das weiß ich. Die habe ich. Motor kann ich auch. Ne, habe ich sogar nur einen. Habe ich auch. Red Energy Crystal. Das heißt, sie brauchen Red Energy Crystal. Also das andere habe ich ja, oder kann ich mir machen. Das ist ja kein Problem. Sieht aus wie eine Spritze, das Ding. So. Red Energy ist klar. Batterien kann ich mir aus Dings machen, ne? Aus Holz und so. Die guten Holzbatterien, da war doch was. Silver muss ich gleich mal gucken. Rote Farbe kriege ich auch, das ist kein Problem. Diamantblock mache ich mir gleich mal. So, dann Diamantblock. Da habe ich ja auch genug Diamanten für über. 9 an der Zahl. Wie gesagt, wenn man lange meinen geht, findet man ganz viel Zeug. So, Diamantblock habe ich schon mal. Den tue ich mal in die Dingskiste hier rein irgendwo. Man sieht also so ein bisschen Elektrokram habe ich schon mal gemacht. Ich habe jetzt aber nirgendwo einen Platz, wo ich in Ruhe mal mir die Sachen zusammensetzen kann, oder? Ich mache das, glaube ich, im Inventar. Das habe ich mir angewöhnt, das im Inventar schon mal vorzubauen so ein bisschen und dann halt entsprechend weiterzumachen. Also ich brauche einen Diamantblock in der Mitte. Dann brauche ich Silber, Silber, Rot und Rot. Rot kriege ich aus irgendwelchen roten Pflanzen wahrscheinlich, ne? So, Silber, 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 Silber habe ich jetzt nicht gebrannt. Da muss ich erstmal zweimal Silber brennen. Ach, ist das schön, dass man sich nicht mehr über die Kohle Sorgen machen muss. So. Ah. Schon haben wir Silber. So, Silber war in den Ecken. Nämlich hier und hier. Rot war aus... Ich könnte ja spaßeshalber mal gucken, ob ich mit dem Extractor aus dem Apfel rote Farbe rausziehen kann. Das wäre doch geil. Hm? Das wäre cool, wenn das gehen würde. Nee, aber guck mal, der springt nicht an. Schade. Hätte wäre zu einfach gewesen, dann esse ich den. So. Ändert nichts daran, dass ich immer noch rote Farbe brauche. Verdammt. Weißt du, daran scheitert es jetzt wieder, ne? Wisst ihr was, ich laufe mal eben irgendwo hin und gucke mal, ob ich rote Farbe finde. 2 Stunden später. Ja, da ist auch nichts Rotes. Mhm. Wäre ja auch zu leicht. Oh. Rote Pflanze. Geht doch. Du musst nur lang genug suchen. Noch eine rote Pflanze. Und wenn ich jetzt auch eine dritte finde, dann ist schön. Ansonsten gehe ich nach Hause. Was ist denn hier? Ist auch noch rote Pflanzen. Ah, guck mal, hier ist eine rote Pflanze. So. Schade, dass man die noch nicht züchten kann. Ich nehme einfach mal ein paar mit davon. So. So. Und ab nach Hause. So, also, wir waren stehen geblieben bei der Tatsache, dass ich rote Pflanzen gesucht habe. Die habe ich ja nun inzwischen gefunden. Das heißt, ja, rote Pflanzen hier. Nee, ich mache erstmal ein bisschen Inventar leer. Dann hier wieder rein, da wieder rein und rote Farbe. Jetzt habe ich wahrscheinlich
mein Inventar so ein bisschen durcheinander gebracht. Moment, ich habe ja hier im Inventar schon mal gebaut. So, rote Farbe, da sind das. Batterien brauche ich jetzt. Batterien gingen doch mit Kupfer und Holz. Genau, Kupfer, Zinn, Kupfer und außenrum war ganz normal Holz. Weil natürlich Batterien und Holz, das macht man einfach so. Also Kupfer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ich glaube, da gab es immer nur eine draus. Zinn, habe ich natürlich kein Zinn mehr, ne? Hm, habe ich gut gemacht. Da habe ich ein bisschen Zinn. 1, 2, 3, 4. Dann schmeißen wir das nämlich mal kurz in den Ofen. Und währenddessen gehe ich mal ganz kurz. Sollte reichen. Da. Dann machen wir nämlich hier. Dann haben wir das nämlich schon mal im Inventar oben. Dann holen wir hier einmal den Scheiß raus, den Scheiß rein. Ja, aber in den richtigen Slot. So. Dann haben wir den hier nämlich schon mal hier. Und dann... ja, das ist ja schon gebrannt. Das muss ich ja nicht nochmal brennen, ne? So. Also, Batterien kann man auch nicht stacken. War doch so, ne? Weg und rein. Ja, sieht gut aus. Dann baue ich mir das mal hier oben zusammen. So. So, den habe ich schon mal. Gut, dann kann man nämlich weitermachen. Hier, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Zack. So, ein Motor. Genau, einen Motor brauche ich nämlich auch noch. Carbon Steel, die habe ich, glaube ich, hier noch. Carbon Steel habe ich hier noch. Zack, 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 zack. Das passt jetzt natürlich gerade nicht. Von den brauche ich doch auch wieder. Wie ging das denn noch? Die habe ich mir natürlich nicht gemerkt. So. Ach ja, wir brauchen die... Genau. Die ging so und das ging... das kriege ich, glaube ich, noch auf dem Kopf zusammen. Wir brauchen erstmal ein bisschen Kupfer. So, genau. Da gibt es nämlich immer zwei von. Vier Stück brauchen wir. 1, 2, 3, 4. Und dann war es normales Eisen. Normales Eisen habe ich ja auch noch. 2, 3, 4. So, das muss ich das Ganze nämlich nochmal machen, weil da gibt es dann immer nur eine von. Das ist doof. Ja. So. Dam. Und dam. Sind zum Glück gar nicht teuer, die Rezepte. So. Also. Dann kommt das hier nämlich wieder weg. Dann kommt der Motor. Motor wird gebaut mit Zeug drumrum. Ein Kupfer nach unten. Und dann kriegen wir das nämlich hin. Ein Kupfer nach unten. Die beiden hier. Motor. Zack, 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 zack. Motor fertig. So, also, Motor habe ich fertig und dann kann der nämlich hier wieder raus und das kann auch mal raus hier. Und dann brauchen wir noch. Das kriege ich alles so, das habe ich schon. Diamond Drill Head. Den brauche ich noch. Das klingt wieder sehr teuer. Ach nö, geht. Stainless Steel und Diamant. Stainless Steel ging... Stainless Steel noch.
Moment, das habe ich dann doch nicht mehr im Kopf. Aber die Diamanten, die habe ich auf jeden Fall noch. Ich würde sagen, ich guck mal, wie es Stainless Steel geht und bis zum nächsten Mal baue ich mir einen Bohrer zusammen. Und mit dem Bohrer, da kann man dann ganz tolle Sachen mitmachen. Das zeige ich euch dann aber nächste Woche. Tschüss!